Die Dr. Vogelgesangklamm im Spital am Büren ist eine der längsten begehbaren Felsenschluchten Österreichs. Der Name der Klamm geht auf Dr. Moritz Vogelgesang zurück. Er war Gemeindearzt und Obmann des Verschönerungsvereines im Spital am Büren. 1905 gelang unter seiner Leitung die Erschließung dieser wildromantischen Felsenschlucht, weshalb sie noch heute seinen Namen trägt. Die Klamm wurde erstmals 1906 für die damaligen Sommerfrischler zum Teil begehbar gemacht. In den Jahren 1926 und 1927 wurde die gesamte Schlucht mit Stiegen und Stegen versehen.